Wir haben ja heute schon viele interessante Informationen gehört, und zwar von Björn Kasper, der mal wieder auf Stippvisite ist, und zwar aus Bad Füssing. Er hatte gerade den Kurdirektor von Bad Füssing, er hat uns gerade angedroht, dass er jetzt gleich live aus der, und zwar just in diesem Augenblick, aus der Therme sich melden wird. Nicht aus dem Nacktbereich, sondern aus dem Textilbereich. Hör mal, du stehst ja gar nicht in der Badehose da, aber aparte Begleitung hast du, Björn. Was gibt es zu verdingsen? Hier, wie heißt es nochmal? Vermelden. Hallo Kai, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Ja, wunderschöne Grüße aus dem sonnigen Bad Füssing im Niederbayern. Ich bin in der Therme. Ich habe die Badehose doch noch nicht angezogen, aber nachher, nach Sendeschluss, springe ich hier in 37 Grad warme Wasser. Ist genau meine Temperatur. Wir sind heute zu Gast in der Therme 1 und das ist die Ursprungstherme. Und hinter mir sehen wir da auch das Wahrzeichen, den Schwammel von Bad Füssing. Und neben mir die Petra Weber-Egger. Hallo. Was hat es damit auf sich? Erzähl doch mal den Zuschauern etwas darüber. Wie Sie schon kurz erwähnt haben, ist die Therme 1 die Ursprungstherme in Bad Füssing. Das heißt, unser Thermalwasser ist schon vor 80 Jahren bei einer Bohrung eigentlich nach Erdöl gefunden worden. Und nachdem man dann schnell festgestellt hat, wie wohltuend das Wasser ist, hat schon 1947 dann der Badebetrieb begonnen. Und seither gibt es die Therme 1 und das Wahrzeichen hinter uns, das ist der Schwammerl und das ist das Wahrzeichen von Bad Füssing. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt einen Saunahof, der ist gigantisch. 3000 Quadratmeter Saunalandschaft. Erzähl uns ein bisschen was über das Saunaparadies bei euch. Ja. Also der Saunahof, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Er hat ein ganz tolles Ambiente, weil er ist in einem historischen Rottaler Vierseithof untergebracht. Der stammt aus dem 18. Jahrhundert. Und in dieses historische Gebäude sind dann unsere Saunen eingebaut worden. Das heißt, Sie können aus 8 verschiedenen Saunen wählen und die sind dann thematisch gestaltet. Zum Beispiel haben wir eine Heubodensauna oder Europas einzige Kartoffelsauna. Und ihr macht ganz tolle Veranstaltungen da, wo wir mit Sonnenklar TV Moderatorenausflug machen müssen, unbedingt mal einen bayerischen Abend in der Sauna. Richtig, das findet am 29. März statt. Da gibt es in unserer Gastronomie im Saunahof einen ganz tollen bayerischen Abend, wo Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen können und echt bayerisch bekocht werden. Jetzt habt ihr ein eigenes Gesundheitszentrum hier. Und mit welchen Therapieangeboten soll ich zu euch kommen? Welche Erkrankungen bin ich bei euch bestens aufgehoben? Also wir bieten ein ganz breit gefächertes Spektrum an Anwendungen. Das geht los bei der ganz klassischen Fango-Anwendung oder über die Rückenmassage und das Stangerbad oder klassische Physiotherapie. Wir haben aber auch eine eigene Wellnessabteilung, wo Sie sich rundum verwöhnen lassen können und wo Sie einfach eine Auszeit vom Alltag genießen können, zum Beispiel mit einer Kräuterstempelmassage oder auch einer Klangschalenmassage oder mit pflegenden Peelings und Packungen. Wie sieht für Sie der perfekte Tag in Bad Füssingen aus? Also das wäre für mich ein Rundum-Wohlfühltag, bei dem darf natürlich ein Thermenbesuch gar nicht fehlen. Einfach im Wasser entspannen und vom Alltag abschalten. Dazu vielleicht noch eine entspannende Rückenmassage und am Nachmittag eine Tasse Kaffee und dazu ein Stück hausgemachte Torte von unserer Konditorin Gertrud. Dann ist einfach Entspannung garantiert. Und jetzt im Frühling, wenn alles wieder blüht, ist einfach auch ein Besuch im Kurpark wunderschön. Ich habe mir schon einen Rundumblick gemacht hier und auf jeden Fall Kasper auf Visite. Ist hier, konnte an Bad Füssing nicht vorbeikommen. 2,3 Millionen Übernachtungen, also mit der größte Kurort eigentlich Deutschlands. Wann ist die beste Jahreszeit, euch zu besuchen? Eigentlich das ganze Jahr über. Jetzt im Frühling ist natürlich wunderbar. Die ersten Sonnenstrahlen im warmen Wasser genießen, einfach perfekt. Was ist das Besondere an diesem Heilquellwasser? Als ich mit Gästen gesprochen habe, sagen, es gibt ja verschiedene Orte mit Heilquellwasser, aber dieses Wasser wäre irgendwie noch besonders. Genau. Also unser Thermalwasser kommt mit 56 Grad Celsius aus über 1000 Metern Tiefe. Und es hat halt aufgrund der Spurenelemente und Mineralien, die es enthält, eine ganz besondere gesundheitliche Wirkung. Zum Beispiel bei Rückenbeschwerden oder auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einfach auch generell zur Regeneration, wenn man einen stressigen Tag gehabt hat und sich einfach mal entspannen möchte. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, Bad Füssing, eine Reise wert und darf nicht fehlen in unserem Gesundheitsmagazin Kasper auf Visite. Alle Infos auch auf www.badfüssing.com. Und jetzt gebe ich zurück nach München zu Kai, der, glaube ich, auch mal hier mit seinen alten Knochen in das warme Wasser springen sollte. Zurück zu dir.